Hallo zusammen, willkommen zu Minecraft Time mit dem Mats. Hallo. Und weiter geht's in meiner Höhle. Ich weiß, die Höhle nimmt kein Ende, aber ich habe halt immer neue Sachen, die man hier bauen kann. Und heute machen wir das Holodeck weiter. Das Geil, ich freue mich. wird toll, ne? Kennst du dich da aus? Ich habe mir extra einen Profi geholt. Natürlich nicht. Und ich habe das schon mal erklärt, im Normalfall braucht man, so viel ich weiß oder so viel ich noch in Erinnerung habe, eigentlich nur drei Pylonen, die halt einer nach oben, einer nach rechts, einer nach links geht. So, und aus irgendeinem Grund ist das hier aber cooler, weil da leuchtet halt die ganze Wand. Kannst du die Dinger mal bauen? Ja. Weil Pylonen müssten wir eigentlich genug haben, dann schließe ich mal ganz kurz den ME-Kern an. Ah, das Projekt ist ja schon wieder out of range. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir hier mal ganz kurz eine Antenne dran machen. Warte. Pylonen. Hast du Crafting. mal. Ah, du hast schon so ein paar vorbereitet, sehe ich gerade. Natürlich. Das heißt, ich baller da jetzt einfach erstmal so ein paar dran, ja? Ja, genau. Und ich guck mal ganz kurz, ob wir diese Range mal erweitern hier. Obwohl andersrum. Ah. Jedes Rezept irgendwas hat, was wieder fehlt. Da Fluix das 1000. So, wir bestellen nur noch in Tausender Schritten. Ich hatte das mal geplant, mit diesen Pylonen mein Haus einzurichten. Ich hatte quasi nur ein Zimmer Ja. und wollte das dann immer austauschen. Hat aber nicht richtig geklappt, weil war halt Modpack und ich wollte Mod-Items haben Ah, ging halt nicht, und ne? die gingen Ja. nicht. Ja. Ja, es gibt hier Und jetzt dann. eine Modifikation drauf, die hat dann mehr Blöcke drin. Also du kannst mehr Blöcke mit ins System ziehen. Und ich bin mal gespannt, welche das sind. Warte, Da hier. müssen wir uns überraschen lassen jetzt. Ja, genau. Wir bauen da halt den Raum voll, machen dann auf die Diskette und gucken, was liegen bleibt. Ja, warte mal, wie war nochmal die Solange es keinen Error Wireless gibt. Range, Wireless Cards? Wireless Booster? Ah, Wireless Ex, Booster. ex. Genau, Booster, ja. Booster Cards. Dann mache ich mal hier unten eine rein. Ansonsten können wir auch hier wieder eine irgendwo. Also Kanäle hast du ja jetzt wieder genug, ne? Ja. Warte mal, hier so ein Fluix-Kabel. Ich mache die jetzt erstmal hier unten in der Mitte dran. Da kommt dann die Antenne drauf, die gute. Und dann ein paar Dinger hier rein. 60 Meter von hier unten aus sollte erstmal genügen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, ich mache den Wobei Strom. hier, also im Raum ist jetzt noch, oder ist noch nicht Er ist noch aktiv. nicht aktiv, glaube ich. Ach so. Ich weiß ja gar nicht, wie lang der Raum ist, weil daran hätte man es ja eigentlich mal ausmachen können. Ja, aber man kann das ja auch nach Gefühl machen, Ja, ne? genau. Wird man dann schon merken, ob es reicht. Ansonsten fliegst du mal kurz zurück. Aber der Heiko fragt mich ständig, wie lange ich das Projekt hier schon gemacht habe, weil dir so viel noch fehlt. Aber es kommt ja auch die Schönheit an. Ja, der spielt ja auch für seine Projekte immer 8 Stunden offscreen für eine Ja, Folge. stimmt. Und baut, wer weiß was. Wo ich dann sagst du, ja, das wollen die Leute doch sehen manchmal. So, dann machen wir hier einen Energy Acceptor dran und ich glaube, in der Wand packe ich den. Ich wollte ja eine separate Stromversorgung haben, aber irgendwie noch nicht. Irgendwie Ist zumindest schon mal ein nö. Ich separates, wie nennt es sich? ME-System. 21 Kanäle haben wir gerade. Oh lol, die leuchten schon. habe auch. Moment mal. Ich glaube, dieses Leuchten heißt, dass die so nicht funktionieren, oder? Warte, ich glaube, die leuchten gut, ne? Die unteren. Genau, die unteren leuchten gut. Vier Kanäle. Ich glaube, die sind einfach zu lang. Was? Alle Oder? Nee, da. jetzt, nee, jetzt leuchten alle. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich mach das Ding nochmal ganz kurz aus, weil wenn du es halt immer verlängerst, dann muss halt jedes Mal Ding berechnet werden. Hast Jetzt. du keinen guten Ne, Ding-Berechner, leider nicht. Dann haben wir immer so fette Lecks. Hier sind immer mehr Lecks drin. Komisch bei der oder Basis. Ah ne, warte mal, Energy Acceptor, den will ich doch behalten. Und ich brauche noch eine Spatialstoratsche. ja, ich glaube, So. das ist der korrekte Ausdruck. Genau. Da brauchen wir nämlich einmal eine
EIO-Port, dann brauchen wir eine Spatial-Storage, da kommen halt die Disketten rein. Und dann brauchen wir eine Spatial-Storage-Cell. Oh Mist! Und in die Cell, da kommt dann der ganze Raum rein. Ja, genau, da muss ich aber nur Rezepte anlegen, weil ich dachte, das wäre normale Dinger, aber ist leider nicht so. Und die andere Speicherkomponenten? Ja! Krass. Wusste ich jetzt nicht so direkt. Nö, ich müsste lügen, aber ich glaube, das war früher auch nicht so. Komisch. Das habe ich in dem Projekt schon so oft gesagt. Da war das eigentlich schon immer so. Ist ja egal, da wissen die ja nicht. Ist doch egal. Du musst es nur gut und geil verkaufen. Einfach nur selbstbewusst bleiben Ja, genau, dabei. immer sagen, ja, ist doch klar. Ich leg mal ein Rezept an dafür. Das war früher anders. Nein, doch. Dann war komplett anders. Früher war es ja auch sowieso anders. Da haben die Leute ja auch Minecraft geguckt, weil sie es cool fanden. Wohl heute. Heute gucken wir nur noch, um zu schreiben, du spielst ja nur noch das. Genau. Und wie kacke der Kanal da läuft. Ihr müsst nicht bemängeln, dass der Kanal kacke läuft. Das sehen alle. Ihr müsst halt sagen, wie es besser geht. Ja, ist ja so. Ihr müsst halt sagen, wie es besser geht oder was man ändern soll. Aber jetzt kommt nicht mit Spiel mal was anderes. Das ist genau das Falsche, das sage ich euch. Hör mal. Genau das war das Problem bei meinem Kanal. Immer was anderes spielen. Damit sammelst du Zielgruppen aus allen Bereichen. Das ist Quatsch. Aber zu viel durcheinander. Genau, dann sammelst du Battlefield-Freunde, Another Brick in the Mall-Fans, City Skyline-Fans und wenn du dann wieder Minecraft spielst oder was weiß ich, Fortnite, dann wollen die Leute das nicht sehen. Und dann baust du dir selber eine Falle. Das ist nicht gut, Alter. Wie eine Falle bauen wir jetzt auch noch? Ja, später für Monster! Deswegen gibt es jetzt nur noch Minecraft. Nein, okay, das wäre übertrieben, aber ein bisschen mehr Geil. Minecraft gibt es auf jeden Fall. Jetzt geh doch mal da runter, ich muss arbeiten. Weißt du, auf der anderen Seite ist ein eigenes Terminal. Hier sind drei für drei Leute, die arbeiten. Alle gehen zu meinem. So, warte mal. Jo, das ist ja auch am besten erreichbar. Ja, nee, das linke ist exakt gleich erreichbar. Alter, das ist ja voll teuer. Wie lange sollen wir denn gleich auf die Storage Cell warten? Warte mal. Zack. Das ist aber schon mal gut hier. Hast du das kaputt gemacht? Nee, wir brauchen nur mehr Quarzglas. Oh, ja, bestell mal 1000. So, warte mal, jetzt brauchen wir davon Spatial Storage. Ich bestelle mal 10 Stück. Oh Ich habe mal nein. 1001 bestellt. Also, ja genau, das ist immer gut. Über Da haben wir 9000. einen in Reserve. Ich mache auch mal 1000 Fluix Seeds. So. Weil kann sein, dass dieses Problem, was wir gerade haben, mit dem nächsten Update behoben wird. Kann sein, dass es die Woche drin ist. Müssen wir nochmal gucken. Okay, warte mal, Fluix Seeds. Ich hab doch bestellt. Oder werden die gerade nicht gecraftet? Doch, eigentlich schon. Die werden gerade hardcore gecraftet. Wo kam ich denn her? Auf welcher Seite war du in der Solo-Deck? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ein bisschen schwierig, hier den Überblick zu bewahren, ne? Ja, ich bin ja, gut, das müsste ja eigentlich bei Zivilbevölkerung drüben sein, Ja, ne? genau. Da kam ich doch her. Und dann muss ich mal Ja, gucken. dann schauen wir mal. Da sind Bücher, das ist es nicht. So, Spatial Da Storace. ist es doch. Das ist die Größte, die geht. Die kann halt, glaube ich, 128 mal 128 mal 128 Blöcke kann dieses Gerät speichern. Also relativ große Räume. Ja, Ja, solche Blöcke muss er erstmal haben, so viele. vor allen Dingen, ey, hör mal. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele Blöcke das sind. Kommt. Drei, zwei. Jetzt braucht er auch nicht mehr schreiben, jetzt zu spät. Ne, jetzt habt ihr abgeguckt. Ja, genau. Hat der vor euch schon geschrieben? So nicht. So, ich mach mal eine Spatialzelle. Bin Ja. gespannt, wie schnell die craftet. Ah, 6 Tage. Ja, okay, dann machen wir einen kurzen Cut. Nein, Quatsch. Wenn du so mit Facecam siehst du dann auf einmal ein Bart. Auf einmal grau. Voll fettig, voll die langen Haare so. Ja, fettig. Okay, Spatial Storace ist soweit drin. Jetzt fehlen Fluix-Cable. Warum? Ja, was weiß ich?
Was baust du denn da? Pylonen waren noch 1000 Pylone. drin. Ja, zu wenig. Was? Unter 1 Million geht nix. Wenn ich jetzt in den Raum komme, wo ist der Raum? Ah, hier. Im Grunde gegenüber vom Labor. Man muss nur einmal die Etage rauf und dann wieder runter. Aha! So läuft das hier. Okay, warte mal. Hat's doch gesagt, an drei Seiten, ne? Ja. Warte, ich will noch was haben. Ich will noch was haben. Was denn? Hol ich jetzt. Warte. Ich brauche ein paar Anchor. Mir ist da gerade was Funtustisches eingefallen. Anchor. Mal, jetzt habe ich immer dieses Werkzeug nicht, ne? Da muss ich jedes Mal neu bauen. Und nur, weil ich es auch immer kaputt mache beim Bauen. Dieses Quarzknife. Ja, genau. Du weißt, wovon ich spreche. Ja. Sehr gut. So. Zack. Und Limestone brauchen wir noch. Limestone. Wo geht's denn hier hin? Ja, da geht's nachher rein. Hier kommt eine Scheibe hin und dann betritt man hier den Eingang. Ach so. Und da kannst du natürlich Trainingssachen einbauen, irgendwelche anderen geilen Geräte. Jump and Run. Ja, genau. Jump and Schwimmbad. Run. Schwimmbad. Hab auch schon überlegt, Gronkhs Haus. Cool. Ja, das ist ja so von außen im Wesentlichen vanillamäßig gewesen, ne? Ja, eigentlich schon, genau. Könnte man versuchen. Aber ich glaube, da hole ich ja wieder einen, der das baut. Wenn ihr bei Gronkh viel zugeguckt habt, dann könnt ihr euch jetzt in den Kommentaren bewerben. Ja. Ich möchte gerne das Haus hier in einer Spatialstoratsche haben. So. Und das ist jetzt geiler, oder was? Ja, irgendwie schon, weil da war der Knotenpunkt im Weg. Der hat mir nicht gefallen. Hier unten fehlt noch einer. Oh oh. Warte. Oh oh. Guck mal, ob meine Kabel inzwischen fertig sind. Ja, hoffentlich. So. Schreib mir schon, wäre total umständlich gebaut. Geht viel einfacher. Weiß ich doch. So. Weißt du gar nicht. Aber warte mal, hier ist eine Lücke. Ah, da brauchen wir diese schwarzen Steine noch. Factory Blocks. Weil dann kann man die jetzt gleich aussehen lassen. Warum haben wir nicht mehr Factory... Ah, hier sind noch Factory Blocks. Ja, genau, was ich auch noch für einen Raum bauen wollte, war eigentlich in der Bibliothek. Ja. Wo man die Tinkers Tools leveln kann, weißt du? So eine Levelabteilung. Finde ich cool, ja. Hast du schon was überlegt für die Schwerter? Um die zu leveln, meinst du? Ja. Nee. Muss halt irgendwie immer ein Mob gespawnt werden oder so. Ja, ne? Stimmt. Oder man baut die halt auch in die Mob-Farm mit ein. Dass die einfach nebenbei immer hauen so. Ja, das könnte man auch, wenn man sicherstellen kann, dass immer direkt davor ein Mob spawnt. Ja. Da gibt es sicherlich auch irgendwelche Detektoren. Dass man immer einen Mob spawnt. Hat den so lange stehen, bis das Schwert den kaputt gehauen hat und dann wird der nächste gespawnt. Ach stimmt, gibt mal einen Grund für einen Mob-Detektor, geil. Weil den gibt's ja. So, machen wir in die Ecke auch nochmal sowas. Ich weiß nicht, warum die Textur hier anders ist von dem Ding auf der Seite. Ach genau, da war das hier weg. Von welchem Ding ist welche Textur anders? Von der oberen Reihe ist die Textur irgendwie anders, ich weiß nicht warum. Wo bist du denn? Was meinst du? Hier in der Ecke. Warte. Ecke. Also von den Pylonen in der obersten Reihe auf der Seite hier. Da ist die irgendwie so komisch schattiert bei mir. Obwohl hier auch, sehe ich gerade. Ein bisschen dunkler einfach, ne? Ja. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass die so nah an der Decke sind. Aha. Also ich muss da kurz hier in den... Hier ist sowieso alles ziemlich dunkel. Ja, Licht müssen wir halt auch noch gucken. Vielleicht liegt das auch einfach an der Night Vision. So, machen wir hier mal zu. 3, 4, 5, 6 Pylone brauchen wir noch. Oh, toll. Die 6, weißt du? Alter, so ein Riesending, ja, schon, dieser Raum. Wie komme ich denn hier wieder raus? Wie so eine Fliege, die... Ah, hier, okay. Nur oft genug gegens Fenster fliegen. Ja, genau, dann ist schon gut. Wie letztens immer, ich habe mir jetzt Fliegennetze für den Keller besorgt, ne? Hier kamen so viele Viecher rein. Auch als der Heiko da war, meine Hornisse, dann wieder eine Wespe und da war immer Party hier drin.
Vor allem finden die alle immer rein, aber nicht wieder raus. Ja, das ist total dumm. Obwohl ich halt immer sag, da. Da. Aber warte mal, hier können die hin. Gehe. Genau, geh doch. Was ich auch schade finde, ist, dass die Skyblocks hier nicht gehen, richtig. Tun sie nicht? Nee, weil dann könnte sie echt richtig gute Sachen einbauen. Also mit Himmel drin und vielleicht ja, ist das cool mit dem neuen Mod. fürs Holodeck, Ja, ne? genau. Mit dem neuen Mod. Pack-Version ja fertig. Wir müssen mal gucken. Weil dann könntest du ja auch wie so eine Art fliegende Insel machen als Beispiel. Ja. Fertig? Ja, zwei fehlen noch. Hätte mich vertan, aber ich habe die schon gebaut. Da Bescheid, wenn die dran sind. Da. Ich glaube, das geht eh noch nicht, aber ich mach mal. Ist ja auch noch nichts aufgebaut, ne? Doch. Zwei sind als nicht funktionierend markiert. Ja, die kommen gleich. Bleib doch mal ruhig. Brauchen nur eine extra Einladung. Ja, warte. Die müssten eigentlich jeden Moment aktiviert werden. Was ist das komisch so? Ah, da sind sie doch. Da sind sie. Ich glaube aber, das geht noch nicht. Ich guck mal eben. Geh mal da rein. Ne, warte. Lass erstmal rot testen. Warte, wir müssen ja immer testen. Sollen wir dann was reinbauen mal kurz zum Testen? Komm, Baum. Einen Baum machen wir. Mit einer Torch. Baum aus Stein. Nee, warte, ich hab schon geilen und noch einen Seed, pass auf. Nee, kein Seed. Wie heißt er nochmal beim Sapling? Sapling. So, und ein bisschen Bohnenmehl. Pass auf. Ja, das kann man auch lassen. Mach das mal dahin. Das ist Steinbaum. Hätte ich gerne bei Gronkh gehabt. Da hätte ich einfach den Knopf gedrückt. Jetzt habe ich einen Matz, der nicht mehr rauskommt. Na. Fertig? Komm mal raus. Ja. Hast du was gemacht? Hat gut funktioniert, oder? Hat richtig gut funktioniert. Oh, ich sehe gerade, Efficiency 75%. Warum denn so wenig? Max. Was ist denn Efficiency? Ah, die brauchen ein bisschen mehr Energie, sehe ich gerade. Wir haben 24,2 KAE. Ja. Und wir brauchen 2,95 Giga-AE. Das heißt, wir müssen jetzt einfach noch ganz viele Powerzellen dahinter bauen, oder? Ja, aber von ME. Pass mal auf, warte. Ja, diese, ja. Genau, Power, genau, ja. Die meine ich. Aber kann man nicht auch in den ME-Controllern, hast du ein, oder eine Range von AE? Achso. Von Applied Energistics? Um da reinzulunzen. Normalerweise habe ich eine. Lunz mal rein. Nee, ist nicht im System. Nicht? Ja, dann hatte ich die bestimmt mal. Weil mit mehreren Controllern kann man, glaube ich, auch mehr speichern. Dings speichern, mehr Strom speichern. Dann müssten wir einfach nur den Controller größer bauen und dann müsste der mehr speichern können. Sonst bau dir die doch mal und vergleich doch mal die Energiespannweite zwischen unserem großen Kern und denen. Also ob sich das lohnt. Und ich lege schon mal Rezepte an für diverse Geräte, die wir hier vielleicht brauchen. Warte mal. Ah, hier ist doch richtig. Brennsch. Warte mal, das ist Energy Cell. Gibt es die gar nicht mehr oder sieht die anders aus? Irgendwas mit Network hieß die, glaube ich. Network Tool. Ah, lol, das ist der volle. Ich check gerade nicht, ey. Warum geht die denn nicht, ey? Ach, genau, Network Tool, ne? Kannst du auch da reingucken und sowas, ne? Ja. Aha. In dem Network Tool übrigens sehr praktisch, kann man auch die ganzen Upgrades sammeln. Das hat quasi ein Inventar. Ja. Und wenn du das öffnest, ich glaube, Shift-Rechtsklick war das, cool, probiere ich gleich mal aus, dann kannst du die ganzen Upgrades, die du sonst im Inventar halt rumtragen musst, kannst du dann da einspeichern und hast sie quasi immer da am Mann, wo du sie brauchst. Ah, da muss ich mir mal an. Ach, einfach nur mit Rechtsklick. Muss ich mal anlunzen. So, Energy Cell, machen wir mal 8 Stück jetzt.
Weil sonst finde ich, ist halt immer relativ nervig. Man versucht irgendwie ja, Busse immer mit Speed-Upgrades und so auszustatten, aber man hat keinen Bock, die Dinger immer im Inventar zu tragen. Ach so, und da ist er alle drin und muss dann nur noch klicken, oder was? Ja. Aha, ja, das ist cool. Genau, hier müssen wir noch gucken wegen dem Rezept, aber sollte eigentlich bald erledigt sein. Ja, der braucht auch noch den Quarzi, das ist total ätzend. Diese 24,2 sind auf jeden Fall die Max-Power, die da gestored werden können. Und jetzt muss ich nur den ME-Raum wiederfinden, dann kann ich dir sagen, ob das bei dem anderen, Unterm bei dem Labor. anderen Kern mehr ist. Unterm Ja, Labor. genau. Unter the Lab. Zack. Wo ist denn Lab? Da ist Sehr Lab. läppsch. Aber bevor ihr die Zahl erfahrt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wo wir dann versuchen, das Ding startklar zu machen und wunderschön zu füllen. Ob das funktioniert, sehen wir in der nächsten Folge. Guckt bei Mats vorbei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.